Meine Damen und Herren, jetzt wird es ganz spannend. Sie ist die, also es war bisher natürlich auch spannend, aber jetzt bleibt es spannend. Sie ist die erste Deutsche. Sie ist die erste Deutsche, die in den internationalen Elite-Club der Feuerwehr, den Lions Den, die es da rein geschafft hat. Ja. Und sie ist nicht nur die härteste Feuerwehrfrau Deutschlands, sondern sie gehört auch zu den Besten der Welt. Wir freuen uns auf Marie Schumann. Sehr herzlich willkommen. Liebe Frau Schumann, bevor wir über Ihr Engagement bei der Feuerwehr sprechen, was machen Sie eigentlich beruflich? Beruflich bin ich Fachärztin für Anästhesie und bin in der Intensivmedizin zurzeit tätig. In einem Maximalversorger in Berlin arbeite ich im Dreischichtsystem auf einer großen interdisziplinären Intensivstation und habe dann natürlich auch rund um die Uhr mit Notfällen zu tun. Rund um die Uhr mit Notfällen zu tun. Ihre magere Freizeit, die es ja denn aber auch gibt, widmen Sie aber der Freiwilligen Feuerwehr. Seit wann sind Sie dabei? Insgesamt bin ich seit 11 Jahren jetzt bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ja. Habe angefangen in Markleberg bei Leipzig und bin jetzt seit 6, 7 Jahren in Großklinike, Ortsteil von Potsdam, nach Umzug. Und bekleiden da welche Position? Ich bin da nicht, Sie müssen mir jetzt helfen. Was ist die Position, die Sie einnehmen? Seit letztem Jahr bin ich stellvertretende Ortswehrführerin. Also wir gehören ja mit zu Potsdam. Potsdam okay. Hat eine Berufsfeuerwehr plus Freiwillige Feuerwehren. Und wir sind eben im Ortsteil Großklinike angesiedelt. Und da gibt es eben einen Ortswehrführer und ich bin quasi Stellvertreter. Jetzt könnte man ja sagen, Sie sind in einem anspruchsvollen Beruf. Sie sind Anästhesistin, Sie sind Ärztin. Jetzt haben Sie diese anspruchsvolle Funktion auch. Aber das reicht Ihnen nicht. Sie messen sich jetzt international auch noch und mit anderen in Amerika, mit anderen Feuerwehrmännern, mit anderen Feuerwehrfrauen. Was treibt Sie, Frau Schumann? Die Herausforderung, der Reiz, sich mit anderen zu messen, Action zu haben, sich was Gutes für seinen eigenen Körper zu tun, sich fit zu halten, dafür braucht man Ziele. Und ich habe das tatsächlich das erste Mal, ich mache das erst seit 2,5 Jahren, diesen Feuerwehrsport, habe das erste Mal bei Facebook gesehen, in sozialen Medien und dachte mir, Mensch, ich bin bei der Feuerwehr, ich mag sportlich, ich mag Sport, ich mag mich messen mit anderen, da habe ich jetzt Lust drauf, das probiere ich jetzt auch mal. Und war eine sehr gute Entscheidung. Bin völlig glücklich damit, habe meinen Sport gefunden. Wie lief Ihr erster Wettkampf ab? Das war tatsächlich grausam für mich. Völlig blauäugig bin ich da rein. Vorher noch mal angeguckt, was muss ich hier machen? Okay, erster Parcours das, Handbuch, zweiter Parcours das. So ungefähr, noch mal schnell im Internet gelesen, was ich machen muss. Und war von der Zeit her gar nicht so schlecht. Und dann kam ich zum Dummy. Also man muss sagen, das sind 5 verschiedene Stages, die hintereinander im Parcours absolviert werden müssen, ohne Pause. Und ganz am Ende kommt ein Dummy. Der ist meistens 80 Kilo schwer, der liegt vor einem, den muss man quasi aufrichten. Also eine Puppe, wenn ich eine mal Puppe, sagen darf. Genau, ja, genau. Also totes Fleisch, ja. 80 Kilo, okay. Muss ich einmal aufrichten, greife unter die Arme durch und stehe auf und ziehe den Dummy quasi 30 Meter hinter mich nach rückwärts ins Ziel. Und das habe ich bei meinem ersten Wettkampf nicht geschafft. Ich wusste nicht genau, wie ich den Dummy anfassen sollte, ich war zu schwach, wie auch immer, auf jeden Fall, das hat mich sehr gegrämt und an meiner Ehre gekratzt und da habe ich gedacht, jetzt muss ich trainieren und ein paar Wochen später habe ich den Parcours dann tatsächlich geschafft und hat aber mein Ehrgeiz. Für mich selber. Wir haben ja parallel, glaube ich, ein paar Bilder gerade gesehen. Wie schwer ist da die Ausrüstung, die Sie mit sich tragen? Also das wird tatsächlich nicht in Turnschuhen und Shorts absolviert, sondern tatsächlich in Ausrüstung, mit der ich auch in ein brennendes Haus gehe. Das heißt, ich habe Feuerwehrschutzstiefel an mit Stahlkappen vorne dran, eine Überhose, Überjacke, richtig mit allen Membranen, also die jetzt wirklich auch Feuer abhält. Ein Helm, Atemschutzmaske. Wir sehen das parallel. Vielleicht können Sie ein bisschen erzählen, was wir da gerade sehen. Da rennen Sie hoch. Das ist jetzt in den USA der erste Teil des Parcours. Da wird mit dieser Ausrüstung, die wiegt ungefähr 25 Kilo, ein 19 Kilogramm schwerer Schlauch zusätzlich noch geschultert. Ja. Ein Treppenturm nach oben gerannt, 12 Meter sind das. Oben wird ein zweites 19 Kilogramm schweres Schlauchpaket hochgezogen an einem Seil. Runter die Treppe, jetzt wird eine Hammerschlagmaschine, also ein Eisenblock, der ist 72 Kilo schwer, nach hinten geschlagen, 1,5 Meter. Oh. Ein Slalom gelaufen, das ist gerade übersprungen worden. Jetzt ein mit Wasser gefüllter Schlauch ausgezogen. Jetzt wird das simulierte Feuer gelöscht, ein Zielspritzen, geht eine Klappe runter. Und jetzt ist man eigentlich schon völlig kaputt. Die Beine sind schwer und brennen. Und jetzt kommt dieser Dummy, dieser 80 Kilo, totes Fleisch, der muss aufgerichtet und jetzt ins Ziel gezogen werden. Und das war jetzt in den USA letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft in Alabama, Montgomery.
Wahnsinn. Und man sieht ja, alle anderen sind sommerlich gekleidet. Also es war ein heißer, schöner Sommertag. Das ist richtig. Ja. Und da schwitzt man schon schön in diesen Sachen, die man dann anhat. Wie oft kommt man da an seine Grenzen? Ja, ein Applaus. Ah, das ist ganz wichtig. Jetzt, die Jacke, die Sie am Ende bekommen haben, das ist ja eine Auszeichnung. Ne? Genau. Das ist also es gibt einen sogenannten, ja, es ist so eine Art Elite-Club für die Feuerwehrsportler, der Lion's Den, also Höhle des Löwen quasi übersetzt. Wenn man in den USA den Originalparcours in einer gewissen Zeit rennt. Die Männer haben Altersklassen unterteilt und je nach Altersklassen ist das eine spezielle Zeit. Bei den Frauen unter 40 Jahren, man muss 3 Minuten, beziehungsweise schneller als 3 Minuten rennen. Dann wird man aufgenommen in diesen Art Elite-Club und das war mein Lion's Den Run. Der war übrigens heute genau vor einem Jahr und ich habe es geschafft in 2:50, glaube ich, obwohl ich vorher noch gekränkelt habe und dann bekommt man, wenn man ein neues Lion's Den Member ist, so einen kleinen Goldcoin, wo das draufsteht und so eine College-Jacke mit so einem Abnäher und so weiter und das war gerade das Bild, wie man diese Jacke anprobiert. Und das ist jetzt, glaube ich, gleich noch ein Applaus wert. Sie sind die einzige deutsche Feuerwehrfrau, die in diesem Elite-Club der Feuerwehrleute in Amerika Mitglied sein darf. Ja, das ist. Wie oft kommt man da an seine Grenzen? Also, wenn ich das beobachte, ich habe auch Charlie Hübner ein bisschen beobachtet, aber dem war die Fassungslosigkeit ins Gesicht geschrieben. Ja. Wie oft, während man da rumrennt, sagt man sich nicht irgendwann mal, sag mal, was mache ich eigentlich hier? Das sagt man sich die ganze Zeit quasi. Ja. Je schneller man ist, desto schneller ist es vorbei. Ja. Nein, wenn man es richtig macht, das ist das einzig Gute dran. Ne? Ja. Nein, wenn man es richtig macht, dann sollte man schon an seine Grenzen kommen, auf jeden Fall, auch für sich selber. Dass man sagt jetzt wirklich, man ist bis an seine Grenzen gekommen, eigentlich noch drüber hinaus, den inneren Schweinehund besiegen. Und eigentlich dann nur ist es für einen selber ein guter Lauf. Egal, wie man im Ranking mit den anderen ist, man muss hinterher sagen, ich habe für mich alles gegeben, ich bin zufrieden mit meinem Lauf, egal wie das Ranking aussieht, dann kann man, Unterscheidet sich eigentlich der Wettkampfgeist oder der Charakter des Wettkampfes in Amerika grundsätzlich von ähnlichen Wettkämpfen in Deutschland? Ist da ein anderer Spirit? Nicht ganz. Also man denkt ja, USA-Feuerwehrleute sind dort die Helden. Das wird ganz groß publik gemacht. Ja. Es waren tatsächlich nicht so viele Zuschauer da, wie erwartet. Es wurde aber live per ESPN, diese englische Sender, Sportsender, genau, gestreamt. Hinterher gab es auch Interviews von jedem, der zum Beispiel in den Lion's Den gelaufen ist. Also das Tollste an den Wettkämpfen ist auch tatsächlich dieses internationale, die Gemeinschaft, die internationale. Ja. Also man kommt mit Wettkämpfern von der ganzen Welt zusammen, von Neuseeland, von USA, Kanada, Norwegen etc. Und das ist wirklich wie ein Team. Das ist nicht, man ist jetzt Rivalen, sicherlich auch, aber letztendlich ist es eher der freundschaftliche Charakter, der da dominiert. Und man schreit sich gegenseitig an, man feuert sich gegenseitig an. Man leidet miteinander, wenn jemand nicht so einen guten Run hatte und man gratuliert sich und fällt sich hinterher um den Hals. Und das ist eher das, was so die Gänsehaut-Stimmung ausmacht bei den Wettkämpfen. Das ist in den USA natürlich einfach ein bisschen größer, weil mehrere Leute zusammenkommen aus vielen verschiedenen Nationalitäten. In Deutschland, die Wettkämpfe sind auch international besetzt, aber da kommt natürlich sehr selten mal jemand aus Übersee. Wir hatten letztes Jahr mal eine Kanadierin dabei, die amtierende Weltmeisterin, aber ansonsten meistens so die europäischen Nachbarländer, die sich da treffen. Aber Sie korrespondieren jetzt mit Feuerwehrfrauen, Feuerwehrmännern in aller Welt, die Sie dort kennengelernt haben. Ja. Und da ist so eine Art digitale Freundschaft entstanden wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Und das ist auch das Schöne an den Wettkämpfen. Da wie ist das, wenn jetzt bei Ihnen ein Brand ausbricht und ich wäre jetzt ein Feuerwehrmann-Kollege und ich würde Ihre Fitness angucken, sagen die Kollegen, ich fahre mal alleine los, du löscht den Brand schon alleine. Sie sind doch wahrscheinlich besser als alle anderen zusammen. Nein, so kann man das nicht sagen. Also Feuerwehr ist ein Teamsport. Im Einsatz jeder Position ist wichtig und alleine kann man da nichts rocken. Corona hat den ganzen Wettbewerb, die ganzen Wettkämpfe jetzt durcheinander gewirbelt. Was wäre denn überhaupt was hätte stattfinden können in diesem Jahr? Sie waren ja wahrscheinlich vorbereitet. Fand ich auch sehr schade, genau. Ja. Ich wollte nach Norwegen fahren. Dort gab es eine Wikinger Firefighter Combat Challenge. Die erste sollte jetzt stattfinden, die erste in Skandinavien. Wikinger-Challenge? Also Viking-Challenge. Okay. Aber mit Feuerwehrleuten? Ja, genau. Parcours, genau der gleiche Parcours. Dann nach Großbritannien fahren und vor 2-3 Wochen wäre die Weltmeisterschaft in Kanada gewesen, in British Columbia. Da war natürlich auch geplant, dort dran teilzunehmen und hinterher noch 2 Wochen Urlaub zu machen, sich Westkanada anzuschauen. Ja, das ist jetzt alles leider so ein bisschen
ins Wasser gefallen. Sie haben aber eine Ambition, Sie haben eine Mission, sagen wir es mal besser so, was ich nicht wusste. Es gibt in Deutschland 2054 Städte. Aber in lediglich 100 Städten von diesen 2054 gibt es Berufsfeuerwehren. Wir haben das in der Redaktion diskutiert, ich habe es nicht geglaubt. In all den anderen Städten gibt es keine Berufsfeuerwehr, sondern wir sind angewiesen in diesen Städten, oder die Bewohnerinnen und Bewohner sind angewiesen auf die Freiwillige Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehren, die haben aber Nachwuchssorgen. Ganz Woran genau. liegt es und wie kann man es beheben? Das ist eine gute Frage. Da sitzen wir auch schon drüber und überlegen, wie wir Nachwuchs gewinnen können. In meinem Ortsteil ist das auch ein Thema, was uns wirklich unter den Zehen brennt. Viele Leute denken, sie wohnen in einem vielleicht besseren Ortsteil, wie auch immer, sie zahlen Steuern, sie haben 60-Stunden-Job-Woche und müssen jetzt nicht noch ehrenamtlich zusätzlich was tun. Einige wissen auch gar nicht, dass es eine Freiwillige Feuerwehr gibt, die ja hauptsächlich flächendeckend auch in Deutschland tätig ist. Es sind knapp 97% aller Feuerwehrleute in Deutschland sind tatsächlich freiwillig und ehrenamtlich. Das glaubt man so gar nicht, also 19 von 20. Und wenn man sich das überlegt, dass die alle wegbrechen würde, dann würde das System nicht mehr halten. Das heißt, wir sind wirklich darauf angewiesen. Und bei uns in Potsdam gibt es zum Glück die Berufsfeuerwehr. Aber gerade auf den ländlichen Gebieten, da kommt keiner, wenn die Freiwillige Feuerwehr nicht ausrückt. Und viele sagen, sie haben einen Job, sie haben Familie, sie haben vielleicht wollen sie zweimal die Woche zum Fußball oder eine Skatrunde machen. Sie haben keine Zeit für Feuerwehr. Das ist Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, zur Freiwilligen Feuerwehr als Ärztin? Ich bin auch so ein bisschen später Quereinsteiger, was übrigens kein Problem ist. Man kann auch in jedem Alter dazu stoßen. Ich war im Studium und habe ein Praktikum beim Notarzt gemacht damals. Und da sind wir zu Unfall in Wohnung gefahren. Das heißt, ein Patient lag hinter einer verschlossenen Wohnungstür und konnte selber nicht mehr die Wohnungstür öffnen. Da wurde dann die Feuerwehr nachgeholt, um die Tür zu öffnen. Und da kamen dann 5, 6 große Feuerwehrleute in Montur an und haben da Hand in Hand mit verschiedenen Strategien die Tür aufgemacht. Das ging auch nicht so ganz einfach. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Hat mich mehr fasziniert als die medizinische Sache, die hinter der Tür dann quasi gelegen hat. Darf man gar nicht so laut sagen. Und kurz darauf bin ich umgezogen nach Markkleeberg. Da gab es eine Freiwillige Feuerwehr. Und da habe ich dann mal angeklopft und gesagt, wie sieht's aus? Kann man bei euch mitmachen? Und die haben mich natürlich mit offenen Händen Armen empfangen. Und seitdem bin ich Feuer und Flamme dafür und kann es auch nur jedem empfehlen. Feuer und Flamme ist besonders schön. Aber wir wollen ja auch Ihnen da ein bisschen helfen oder den Freiwilligen Feuerwehren ein bisschen helfen. Sie können es jedem empfehlen. Sie haben jetzt, sagen wir mal, eine Minute Zeit. Was ist das Schöne? Was hat Sie fasziniert? Was sind die großen Vorteile, die großen Spaßfaktoren, wenn man dort ist? Also man tut natürlich auf jeden Fall was Gutes. Man arbeitet in einem Team. Diese Herausforderung, eine spezielle neue Aufgabe mit den vorhandenen Mitteln, guten technischen Mitteln im Team zu lösen. Ne? Ja. Es gibt für jeden irgendwo eine Position. Sei es jetzt jemand, der lieber Patientenbetreuung macht oder sei es jetzt jemand, der actiongeil ist, der ins Feuer gehen möchte oder jemand, der eher Technik interessiert ist, der macht dann Maschinist und bedient die Pumpe zum Beispiel vom Auto. Es gibt ganz viele verschiedene Situationen. Kein Einsatz ist wie der andere. Man muss immer wieder neu denken. Es können Führungskräfte sind natürlich auch ganz wichtig. Jemand, der dann eher sagt, er will sich die Hände nicht ganz so viel dreckig machen, er will lieber strategisch denken und den Einsatzablauf quasi befehligen oder lösen im Kopf. Gibt es für jeden seine Position. Und das ist eine große Familie und man hilft sich auch außerhalb der Einsätze weiter. Man findet neue Freunde, mit denen man auch außerhalb der Feuerwehr was zusammen macht. Und das ist eine Bereicherung, denke ich, in allem. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich war gerade länger in Oberbayern unterwegs und in Niederbayern. Und da habe ich das Gefühl, da sind doch relativ viele Freiwillige Feuerwehren. Ist das regional ein bisschen unterschiedlich, dass es Gegenden gibt, wo das ausgeprägter ist und andere, wo es nicht ausgeprägter ist? Es ist tatsächlich so, dass in Süddeutschland eher nicht so die Nachwuchsprobleme vorherrschen. Dann waren wir woran das liegt, kann ich nicht sagen. Sicherlich werden die Feuerwehren finanziell dort gut gestellt. Dann ist es ein ganz anderer Dorfcharakter. Der Papa, der Opa war schon in der Feuerwehr. Dann geht natürlich der Enkel oder die Enkelin auch. Die bauen auch den Maibaum auf, da gibt es was zu trinken. So. Genau, die nicht aktiv dabei sind, die sind vielleicht in der Kapelle, die organisieren die Dorffeste oder ähnliches. Das gibt es bei uns im nicht so Süddeutschland-Bereich nicht so ganz. Also Dorfleben ist ja bei uns eher so ein bisschen knäpplich. Auch gastronomisch ist da unten, ja. Also, Frau Schumann, ich glaube, Sie haben der Freiwilligen Feuerwehr, den Freiwilligen Feuerwehren einen großen Dienst erwiesen. Meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt, sagen wir mal, Notärztin sind und haben trotz 3 Schichten noch Zeit in Ihrem satten Privatleben, gehen Sie zu ihr. Nein, ich fand das unheimlich spannend. Sie waren bei Kaum zu glauben, wo ich ja im Panel sitze mit Jörg Pilawa und Kai Pflaume und so weiter. Und wir haben gesagt, die Frau muss mal in der Talkshow. Und ich glaube,
Jetzt wissen Sie warum, meine Damen und Herren. Frau Schumann, Marie Schumann. Wir sind eins. ARD.